Haben Sie sich schon überlegt, sich impfen oder testen zu lassen? Ja, das Ganze ist nicht mehr nur bei einem Arzt möglich, sondern auch hier im 22. Wiener Gemeindebezirk im Austria Center. Es ist ein regelrechtes Drive-In. Die Leute brauchen hier nur zum Betreten einen QR-Code oder eine Anmeldebestätigung zum Impfen, die man einfach online registrieren kann. Und es kommt bis zu 8000 Wiener und Wienerinnen pro Tag, die hier einen Test oder eine Impfung erhalten wollen. Es kommt aber in letzter Zeit auch oft zu Absagen. Bis zu 1000 pro Tag waren es bisher. Man kann nur vermuten, warum die Wiener und Wienerinnen ihre Impfung nicht erhalten wollen. Ob es jetzt um Angst bezüglich der möglichen Nebenwirkungen des AstraZenecas Impfstoff ist oder einfach nur ein Terminversäumnis, man weiß es nicht. Hierbei ist das Interessante, dass die über 80-Jährigen auf ihren Termin ein zweites Mal erinnert werden und Lehrer und Kindergärtner, die auf ihren Termin vergessen haben oder einfach zum zweiten Mal erst erscheinen wollen, können sich ganz normal über die Website der Stadt Wien anmelden. Es ist definitiv eine Überlegung wert. Es ist eine effizientere Option, sich im Vergleich zu einem Corona-Schnelltest beim Arzt impfen oder testen zu lassen.